Begrüße das Gemüse. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem KSC. Und es geht weiter im DFB-Pokal. Zwar gegen Fortuna Köln. Runde 1. Ja, das Heimspiel haben wir ja gewonnen in der Meisterschaft. Da jetzt werden sie wohl auf Revanche aus sein. So, mal schauen, was für Aufstellung das wir nehmen. Nehmen wir diese. Ja, los geht's. So, Ankick, DFB-Pokal, Runde 1. Okay, Foul. Das ist 6. Foul. Okay. Schöner Pass auf Lorenz. Lorenz und oh. Fink mit der Chance aufs 1:0. Na, was war das? So, Puri. Ball zu weit vorgelegt. Wow, schön gespielt. Rosbach. Noch immer Rosbach und der verschießt. Der geht ins Nirgendwo. Foul. Und da steht es. Ah, nicht 1:0. Renen hält hier diesen Ball. Ach Gott, nein, was war das?
Ball ist weg. Ah, oh. Geht wieder nicht durch. Und 1:0 Fortuna Düsseldorf. Abgefälscht. Marco Nogetfiri, was ist mit euch? Oh, Pass kommt nicht an. Ja. Ach Gott. Jetzt da, komm Vanicek. Auf Finko, da steht es. 1:1. Treffer zählt. Puri ist das, nicht Fink. Puri mit dem Ausgleich. Geht doch. Eins zu eins. Ach Gott! Er bleibt stein. Ah, da! Erwischt ihn nicht mehr. So, Halbzeit. Pfiff sollte gleich ertönen. Oder gibt es noch einen Angriff? Nein, Halbzeit. 1:1 der Spielstand.
So, auf geht's, Hälfte Nummer 2. Na. So. Jetzt vielleicht, ah, oh, kann hier nicht abfließen. So, komm jetzt, ah, oh, bringt den Pass nicht an. Schön gespielt. Jetzt vielleicht, ah, Schuss war zu schwach. Kommt hier, doch, kommt hier. Manicek und, ah, an die Latte. Meine Güte. Die Chance auf das 2:1 vergeben. So, Einwurf zur Wechsel. Ah, er wechselt nicht hier auf den Spieler. Boah. Komm, Manicek. Ah. Schlechte Flanke. Jetzt vielleicht. Und da steht es. 2:1. Kreuz mit dem Tor. Schön gemacht. So, Vanicek muss ausgewechselt werden. Ist hier verletzt. Um ihn zu schonen. So, 2:1, neuer Spielstand. Oh. Ja. Was? Ich hab. Hey Junge, ich hab Ball gespielt, du Eierbär. Alter, was ist mit ihm? Du Scheiße, ich hab zuerst Sport gespielt. Genau. So, wir schauen uns das kurz in der Wiederholung an. Ja, Alter, das ist Sport gespürt. Alter Verwalter. Ah! Du kleiner Schwitzer. 2:2. Er haut nicht. Ach Gott, nein. Er haut nicht mitten.
So, alles wird offen. Für mich ein Elfmeter, der keiner war, also. Ah. Was macht ihr? Kommt Jungs, Auto dann. Gemma. Macht's. Komm. Gemma, komm mit Bios. Flagge. Ach Gott, was war das? So, Kreis aus dem Spiel. Ach, wie kommt die Kuba? Torschütze geht's. Ist erschöpft. So, kurze Unterbrechung. Headset war leer. So. Eckball. Und der Ball geht irgendwo ins Nirgendwo. Da kommt Jungs, nochmal Vollgas. Komm, schaffen wir es in der regulären Zeit. Ach, so gut. Oh, kein Ballglück. Wir haben einfach kein Ballglück. So, Ende der regulären Spielzeit. Ja, 2:2. Meiner Meinung nach war das kein Elfmeter. Das war kein Elfmeter. Den darf er so nicht geben. Ball war zuerst gespielt. Also das verstehe ich nicht.
So. Jetzt nochmal volle Konzentration. Jetzt da, komm! Ach Gott, na, no. Wieso geht der Pass dort hin? Wieso spielt er nicht um mich? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Zeit. So, nochmal Wechsel. Eckball. Und oh, da fängt er den Ball runter. Schon. Oh, Achtung, aufgepasst. Kuri am Ende seiner Kräfte. Ja, genau. Du Schlitzer. So, Halbzeit der Verlängerung. Noch immer steht es 2:2. Wechsel wird wohl keiner mehr möglich sein. Nein. Alle sind müde. Haben wir das nötige Glück. Ball zu weit vorgelegt. Etwas. Ein Uhr. Nein. Fortuna spielt den Ball nur noch. Und oh. Stiefler! Oh, Ball reißt ab. Köln, Fortuna, verteidigt nochmal auf. Komm, hast du. Und Eckball, so. Und oh, schießt ihn knapp über das Tor. Möbius mit der Chance und
Oh, da steigt der Ball noch über die Querlatte. Oh. Komm, jetzt da! Jawohl! Da ist es! 3:2. Möbius macht es. Fortuna Köln. Sie haben keine Kräfte mehr, sind müde, sind nur noch am Verteidigen. Und der KSC mit den letzten Reserven. Das 3:2. Weg mit dem Ball. Und da ist es, der Sieg. Eine Runde weiter. 3:2. Der Endstand. Verdienter Sieg, der Elfmeter. In meinen Augen war es keiner. Der Ball wurde zuerst gespielt. Der Spieler ist nur auf den Ball gegangen. Ja, aber was der Schiri pfeift, so ist es. Nichtsdestotrotz gewonnen. Verdienter Sieg. Aber zunächst. Boah. 1:0 Führung. Fortuna Köln. Dann vor der Pause der verdiente Ausgleich. Da rechnete der Goalie mit einem Schuss, aber gibt hier ab auf Puri. Dann 63. Spielminute. Der verdiente Führungstreffer. Alexander Greuß. Dann ein Elfmeter, der. Nein, der war Ball gespielt. Das war. Meinen Augen kein Elfmeter. Er geht nur auf den Ball. Er geht nur auf den Ball. Das ist kein Elfmeter. Nein, das ist kein Elfmeter, weil er nicht so hoch gesprungen ist. Und dann ein Witzelfer, also da schießt ihn feig in die Mitte, hat er. Feige in die Mitte. So, dann hat er sich angekündigt. Fortuna Köln. Kräftelos, keine Kraft mehr, nur am Verteidigen. Und dann endlich der ersehnte Siegestreffer. 3:2. Tolle Partie, spannende Partie in meinen Augen. Wenn auch von meiner Seite aus gesehen eine krasse Fehlentscheidung. Außer ihr seht es anders, falls ihr es anders seht, lasst Kommentare. Schreibt in die Kommentare, warum es eurer Meinung vielleicht doch
ein Elfmeter ist meiner Sicht ist es keiner. Klar, den Ball gespielt. Da der Gegner beim Drüberhüpfen noch den Spieler getroffen hat und dann gefallen ist. Aber naja, nichtsdestotrotz haben wir trotzdem gewonnen und das ist wichtig, eine Runde weiter. Ja, und solltet ihr Ideen für Wechsel haben, neue Spieler, schreibt sie in die Kommentare. Ich werde eure Kommentare lesen und dann erst das Transferfenster schließen. Ja, bis dahin, danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo für mehr Videos. Ich hoffe, wir knacken die 40 Abo-Grenze. 40 Abonnenten. Ich hoffe, wir knacken sie bald. Ich kratze schon so lange an der 39. Lasst uns 40 Abonnenten haben. Dann rauf auf die 50. Kommt Leute, erzählt es euren Freunden weiter, Familien, Brüdern, Schwestern, egal wen. Schaut euch den Kanal an. Wäre cool. Ich möchte die 40 knacken. Dann gibt es ein 40 Abonnenten Special, wo ihr bestimmen dürft, was ich spiele, mit wem ich spiele, Livestream oder Video, je nachdem, wie ihr wollt. Und wie immer, Bussi aufs Bauchi, lasst die Kommentare da, schreibt euch hinein. Und danke fürs Zusehen, Bussi aufs Bauchi, euer Lizinator.